Praxismensch, das Gesundheitsmagazin für Bayern. Herzlich willkommen bei Praxismensch, dem Gesundheitsmagazin für Bayern. Unser Thema heute: Demenz. Demenz ist eine typische Erkrankung des Alters. Alzheimer-Demenz ist dabei die häufigste Form. Beeinträchtigungen der Aktivitäten des täglichen Lebens haben oft soziale Ausgrenzung und Isolation zur Folge. Ist Demenz also immer noch ein Tabuthema? Wie kann die Lebensqualität der Betroffenen gesteigert werden? Und was steckt hinter der sogenannten bayerischen Demenzstrategie? Fragen, die wir in den nächsten kommenden 15 Minuten klären. Und zwar mit Herrn Professor Elmar Gräßel. Herr Professor Gräßel ist Leiter des Zentrums für medizinische Versorgungsforschung sowie Leiter des Bereichs medizinische Psychologie und medizinische Soziologie der Psychologischen Universitätsklinikum Erlangen. Herzlich willkommen, Herr Professor Gräßel. Und mit der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Hummel, die uns später zugeschaltet wird. Herr Professor Gräßel, Demenz ist primär eine Erkrankung des Alters. Stimmt es, dass wir nur alle alt genug werden müssen, um an Demenz zu erkranken? Dafür gibt es keine eindeutigen wissenschaftlichen Hinweise. Es ist richtig, dass Demenzen mit zunehmendem Lebensalter häufiger werden. Also wir wissen, dass eigentlich 98% der Demenzerkrankungen jenseits des 65. Lebensjahres beginnen. Also bei den 65- bis 69-Jährigen etwa 2-3%, bei den über 90-Jährigen dann schon 35-45%. Aber nicht jeder 100-Jährige ist kognitiv, geistig beeinträchtigt. Das heißt, wir kennen wahrscheinlich alle schon irgendjemanden, auch in den öffentlichen Medien, der über 100 Jahre alt ist und geistig fit. Vielen Dank. Wir unterhalten uns gleich intensiver über das Thema. Demenz, eine Diagnose, die Betroffene vor große Herausforderungen stellt. Familien alles abverlangt. Demenzpatienten brauchen von ihren Lieben Unterstützung, Verständnis und eine gehörige Portion Geduld. Geduld für das immer schlechter werdende Gedächtnis. Da ist es gut zu wissen, wie wir mit ihnen umgehen, auf ihre Gedächtnislücken reagieren sollen. Ringard Koch ist eine von über 200.000 Betroffenen in Bayern. Die 84-Jährige leidet unter Demenz, genauer Alzheimer-Demenz. Vor etwa 5 Jahren gibt es erste Anzeichen für die Krankheit. Kurz darauf bemerken Vater und Tochter eindeutige Signale. Sie hat sich immer in der Vergangenheit rumgemacht. Mutter, die nicht mehr lebte, die aber für sie noch lebte. Beim Kochen hat man gemerkt, dass dann gewisse Dinge doppelt waren und manches gar nicht. Und sie hat immer gekocht und immer gut gekocht. Christel Koch sorgt sich um seine Frau, pflegt sie trotz fortschreitender Demenz. Eine Herausforderung für den 93-Jährigen. Doch er kämpft für seine Frau, versucht immer wieder langjährige Kontakte aufrechtzuerhalten. Und die gehen vorbildlich mit der Situation um. Meine Eltern haben sehr liebe Kontakte, sind ja Christen in der Freikirche und viele haben das einfach, ich sag mal, liebevoll übersehen und sind auf sie zugegangen, weil sie ja so lieb ist und viele Freunde auch hatte und sie hat sich immer um andere Menschen gekümmert. Die Demenz macht die vierfache Mutter zum Pflegefall. Das Ehepaar lebt jetzt in einem betreuten Wohnen. Zeitweise wird die 84-Jährige aber auch in der Tagespflege untergebracht, damit ihr Mann einmal entspannen kann. Die Senioren haben also noch ihre eigenen 4 Wände, bekommen aber Hilfe dann, wenn sie gebraucht wird und zusätzlich regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten. Da kommen wir morgens und führen die Grundpflege durch. Mal kann sie selbst Zähne putzen, beim anderen Mal müssen sie übernehmen. Oder sie schafft sich zu waschen oder wir übernehmen sie, je nachdem. Wir reagieren einfach jeden Tag flexibel, individuell, was sie benötigt. Zur Stärkung Pflegebedürftiger hat sich 2015 bei der Pflegeversicherung einiges getan. Wer wie Ringard Koch nicht rundum versorgt werden muss, kann jetzt mit mehr Leistungen rechnen. Aber auch pflegende Angehörige sollen besser entlastet werden, um den sowieso schon schweren Alltag etwas sorgenfreier zu machen. Demenz, also ein Thema, das uns alle betreffen kann, ganz plötzlich. Herr Professor Gräßel, wie hoch ist der Anteil der präsenilen Demenz, also bei den 45- bis 64-Jährigen? Aus epidemiologischen Studien wissen wir, dass etwa 1 Promille der Menschen in dieser Altersgruppe, das heißt einer von 1000 davon, betroffen ist. Das heißt also, wenn wir das für Bayern uns anschauen, dass etwa 3 Millionen Menschen zwischen 45 und 64 Jahre alt sind, bedeutet das
3000 Betroffene in dieser Altersgruppe. Der Krankheitsverlauf beträgt zwischen 3 und 10 Jahren. Stimmt es, je später diese Krankheit auftritt, desto schneller ist der Krankheitsverlauf? Und was würde es dann für einen 40-Jährigen zum Beispiel bedeuten, der an Demenz erkrankt? Generell, also tendenziell, können wir sagen, dass eigentlich die früh beginnenden Demenzen eher schneller verlaufen. Und sobald es zu einem späteren Ausbruch im höheren Alter kommt, normalerweise im Trend, dass etwas langsamer fortschreitet. Aber das gilt nur tendenziell und nicht im Einzelfall. Für jeden Fall bedeutet das für einen Menschen, der Gedächtnisstörungen hat, weil die Gedächtnisstörung, nämlich die Kurzzeitgedächtnisstörung, also sich neue Dinge nicht mehr so gut merken können, das ist bei jeder Demenz, egal in welchem Alter, das erste und auffälligste Symptom. Es kommen allerdings weitere hinzu. Sollte man denn dann, wenn man im normalen Leben plötzlich merkt, man hat Gedächtnisstörungen, man geht raus vielleicht und weiß gar nicht mehr, was man jetzt in dem Moment tun sollte, sollte man dann sich schon Sorgen machen und zum Arzt gehen, weil man vielleicht Demenz haben könnte? Das kann man zum Glück so nicht sagen. Denn es gibt zum Beispiel im mittleren Lebensalter Fälle, wo Menschen sehr stark unter Druck geraten, also klassische Stresssymptomatik im Alltag, privat, familiär. Und dann leidet darunter auch das Gedächtnis. Und der Mensch selber hat den Eindruck, ich kann mir alles nicht mehr so gut merken. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn das Ganze nicht nur ganz kurzfristig ist, dass man dann einen Arzt aufsucht. Herr Professor Gräßel, wir unterhalten uns gleich weiter. Demenz, eine Krankheit, der sich auch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mit großer Aufmerksamkeit widmet. Dafür ist eine sogenannte Demenzstrategie erarbeitet worden. Darüber haben wir mit Melanie Hummel im Rahmen der Demenzpreisverleihung in München gesprochen. Frau Hummel, ein Anliegen der Demenzstrategie ist es, die Bevölkerung zunächst einmal zu sensibilisieren. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Ziel. Welche Ziele stehen denn im Vordergrund? Mit der Demenzstrategie wollen wir zum einen die an Demenz Erkrankten, aber auch ihre Angehörigen wieder viel mehr auch in die Mitte der Gesellschaft bekommen. Das heißt für mich eben, dass es häufig so ist, dass wenn jemand an Demenz erkrankt ist, dass er sich immer mehr zurückzieht, eben auch die Angehörigen immer mehr zu Hause sind. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und wir müssen dafür sorgen, dass eben auch in der gesamten Bevölkerung für Demenz, für diese Erkrankung mehr Bewusstsein da ist, dass es eben auch etwas ist, was dazugehört. Und dass man auch jemanden, der an Demenz erkrankt ist, mitnehmen kann, dass es eben auch derjenige am Leben teilhaben soll. Wie kann denn ein Betroffener ein möglichst angenehmes Leben zu Hause überhaupt noch realisieren? Wie kann man das ermöglichen? Im Bereich, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, ist es ja so, dass er anfangs erstmal immer mehr vergisst. Und es kann dann eben auch dazu führen, dass der Tag-Nacht-Rhythmus sich wechselt. Also von daher ist dieses Krankheitsbild natürlich auch vielschichtig und läuft auch in Stationen ab. Für die Angehörigen ist es aber umso wichtiger, dass sie sich auch Unterstützung holen. Weil am Anfang ist es natürlich erstmal, wenn einer anfängt, etwas zu vergessen, ja noch nicht gar so dramatisch. Aber wenn dann jemand zum Beispiel gar nicht mehr sich traut, als Angehöriger einkaufen zu gehen, weil zu Hause derjenige vielleicht wieder mal den Herd anschaltet und vergisst auszuschalten und man Bedenken hat, dass was passieren könnte, dann ist es eben so, dass auch die Angehörigen immer mehr sich zurückziehen und zu Hause bleiben. Auch auf die Pflegeheime kommt im Zuge dieser Veränderungen ja Großes mit zu. Auf was müssen sich die Pflegeheime überhaupt einstellen? Es ist so, dass rein statistisch, wenn die Menschen älter werden, auch mehr Demenzerkrankungen mit da sind. Das heißt eben auch, dass in Zukunft in den Pflegeheimen noch mehr Menschen mit Demenzerkrankungen sein werden. Und die Heime können sich vielfach darauf einrichten. Das ist zum einen baulich. Jemand mit Demenzerkrankung hat auch einen sehr großen Bewegungsdrang. Das heißt, man muss auch hier dafür sorgen, dass derjenige zum Beispiel sich immer wieder im Kreis bewegen kann. Ein Garten die Möglichkeit gibt, dass er vielleicht auf einem Weg immer wieder seine Runden drehen kann und dadurch seinem Bewegungsdrang in der Demenz eben nachkommen kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Betreuungssituation. Wir in Bayern haben die Vorschrift, dass eben auf 30 Bewohner eine gerontopsychiatrische Pflegekraft auch zukommt. Also auch hier in dem Bereich das möglichst noch weiter auszubauen. Oder wenn ich eben daran denke, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass einige Heime so Pflegeoasen anbieten, wo eben in kleineren Einheiten gerade auch Demenzerkrankte zusammenkommen. Leben können. Auch das erscheint mir sehr sinnvoll. Mit Demenz gehen auch sehr oft Isolation und Ausgrenzung einher. Leider muss man momentan wirklich noch dazu sagen, wie kann man Angehörigen, aber auch Betroffenen ganz konkret helfen?
Ich finde es dafür wirklich gut, dass es inzwischen auch Beispiele von Persönlichkeiten gibt, die sehr offen damit umgehen, sei es aus dem Fußballbereich oder anderen Bereichen, die wirklich auch sagen, mein Vater oder ich bin an Demenz erkrankt, oder eben, dass es auch filmisch jetzt viel mehr auch verarbeitet wird. Ich glaube, das ist schon mal etwas sehr Positives, dass es besser in die Öffentlichkeit kommt, aber eben auch die Menschen darauf hinweisen, es ist eben nun mal, wenn man älter wird, kann es sein, dass man an Demenz erkrankt. Also Sie haben die prominenten Beispiele ja schon auch aus dem Bereich des Fußballs zum Beispiel angesprochen. Rudi Assauer, Gerd Müller, das sind ja so die ganz plakativen Beispiele, die eben mit dieser Krankheit umzugehen wissen und umgehen müssen. Aber es braucht auf jeden Fall auch diesen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, dadurch auch dieses offensive Umgehen. Völlig richtig. Es geht nur, wenn man wirklich die Menschen mitnimmt, auch die Menschen mit Demenz teilhaben lässt. Es ist natürlich leichter, vielleicht den kleinen Sohn mitzunehmen, der vielleicht, wenn mal was in die Hose geht oder wie auch immer, da jeder Verständnis dafür hat. Wenn du den Papa mitnimmst und da passiert Ähnliches, ist die Situation sicherlich mit nicht so viel Verständnis geprägt. Und das ist sehr, sehr schade. Da würde ich mir insgesamt einen Bewusstseinswandel wünschen und würde mir einfach wünschen, dass wir dann viel selbstverständlicher auch sagen, bring doch deinen Vater, deinen Großvater mit. Und wenn er fünfmal mich fragt, wer ich bin, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich antworte ihm gerne. Frau Staatsministerin, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Danke auch. So viel zur Demenzstrategie der Bayerischen Staatsregierung. Herr Professor Gräßel, Sie beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit dem Krankheitsbild Demenz, forschen an den Ursachen und an Therapien. Etwas, was unsere Zuschauer sicher interessiert, ist Demenz vererbbar? Grundsätzlich ist Demenz keine Erbkrankheit. Das heißt, es gibt weltweit zwar einige wenige Familien, wo man ganz klar einen genetisch definierten Vererbgang feststellen kann, aber wir können sagen, dass Demenzen sozusagen auch ein Risiko beinhalten, was wir selber beeinflussen können. Das heißt, man geht davon aus, dass etwa die Hälfte des Risikos in unserer eigenen Hand liegen, wir also etwas dagegen tun können, es minimieren können, und dass die andere Hälfte des Risikos tatsächlich von uns übergeben wird in die Wiege sozusagen. Aber welche Faktoren das sind sicher mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen, dass eine Demenz ausbricht, das wissen wir noch nicht. Das bringt mich zu dem Stichwort gesunde Lebensweise. Kann man eine Demenz durch eine gesunde Lebensweise verhindern? Wir können das Risiko vermindern. Verhindern, also ob es zu ja oder nein, also es kommt oder es kommt nicht zu einer Demenz, das liegt nicht in unserer Hand. Dazu ist es zu komplex, das Geschehen wahrscheinlich. Aber Risiko vermindern, und zwar um fast 50%, ist schon was Erhebliches, was Sie da tun können. Und da gibt es auch mehrere Aspekte, die hier sinnvoll sind. Also gesunde Ernährung ist immer gut, auch im Hinblick auf Demenz. Zum Beispiel ist es ein wichtiger Faktor, wir können sagen, dass wenn man eher sich mediterran ernährt, das heißt viel Obst und Gemüse, wenig fettes Fleisch, eher mageres Fleisch, Alkohol, man muss zum Glück nicht ganz drauf verzichten, aber wirklich sehr mäßig nur trinken. Und dann auch von den Fetten her zum Beispiel keine tierischen Fette, möglichst wenige, eher hochwertige Pflanzenöle. Da kann man es aber auch schmackhafte Dinge machen, wie jetzt werden gerade die Walnüsse geerntet. Walnussöl ist zum Beispiel eine sehr günstige, weil es sehr viele ungesättigte Fettsäuren enthält. Herr Professor Gräßel, viele Betroffene hoffen natürlich auf ein Medikament, das den Demenzprozess verlangsamen oder sogar stoppen kann. Können Sie ihnen Hoffnung machen? Die Alzheimer-Demenz, die häufigste Form der Demenzen, ist eine langsam fortschreitende Erkrankung, deren Ursachen wir noch nicht kennen. Deswegen wäre es vermessen, in die Zukunft zu schauen, zu sagen, ab dem und dem Zeitpunkt gibt es das. Es wird sehr intensiv daran geforscht. Ich würde sagen, ein Durchbruch ist dann erzielt, wenn die Betroffenen und ihren Familienmitgliedern alle zur Verfügung stehenden Hilfen und Unterstützungen erhalten. Das ist ein wirklicher Durchbruch. Und wann wird es den ersehnten medizinischen Durchbruch geben, Herr Professor Gräßel? Ich probiere es noch mal. Das kann man wirklich nicht sagen. Das ist wie mit allen anderen Dingen. Es ist durch Zufall entstanden, dass man ein Antibiotikum gefunden hat, das Penicillin in den 30er Jahren. Ob man so einen Zufall auch mal bei Demenzen haben wird, also dazu dürfte ich nicht Mensch sein, um in die Zukunft schauen zu können. Aber Sie forschen weiter, Sie sind weiter an dem Thema dran. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Gräßel. Dankeschön.
Demenz, eine Krankheit, die das Leben stark beeinträchtigt. Auch in unserer nächsten Folge lernen wir Bayern kennen, deren Leben alles andere als einfach ist. Denn sie warten auf ein Spenderorgan. Deutschlandweit teilen rund 12.000 Menschen dieses Schicksal. Praxis Mensch informiert Sie in der nächsten Ausgabe rund um das Thema Organspende. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute für Ihre Gesundheit.